Es sind viele Leute hier, die über das Internet mobilisiert worden sind. Auf nach Grünwald! Und ich glaube, wollen wir alle weitermachen? Ja! Nochmal, wollen wir alle weitermachen? Ja! Was heißt das denn? Dann heißt das, dass wir nächstes Mal, vielleicht in 4 Wochen am 12. November, eine Großdemonstration machen und ihr dafür werben sollt bei euren bekannten Kolleginnen und Kollegen überall, wo ihr seid. Genau. Wollt ihr das machen? Ja. Gut. Dann, um sowas zu organisieren, brauchen wir viele Menschen, die das organisieren. Auch euch. Und darum schlage ich vor, wer das mitorganisieren will, so eine Demonstration, soll am kommenden Mittwoch in Café Edelweiß kommen, in der Edelweißstraße in Giesing. Und zwar kann mir jemand von der Organisatoren von heute sagen, wie spät das ist. Immer, wann trefft ihr euch? Wie spät? Um 8 Uhr, also 20 Uhr Abend. Diejenigen, die mitorganisieren wollen, sollen dorthin kommen, damit wir am 12. November eine Großdemonstration machen können. Und wenn ihr einverstanden seid, machen wir das jetzt fest. Und dann müsst ihr auch dabei sein und mit dafür werben. Ist das okay? Ja! Okay, das war's. Der fünfte. Es gibt natürlich die Website 15oktober-wäldchen.de. Die ist verlinkt auf die Facebook-Gruppe. Da könnt ihr euch anmelden, sowohl in die offene Gruppe als auch in das Organisationsteam, um den eben gerade festgestellten 12. November auf die Beine zu stellen. Dann werden wir noch ein paar Leute mehr sein und dann geht's mal richtig rum um die Stadt. Danke! Hallo, alle miteinander. Ich gebe zu, ich bin nervös und auch nicht vorbereitet. Das ist mehr so eine spontane Einlage, was ich jetzt da biete. Und so eine kleine nicht musikalische Überleitung ist, also the time they are changing. Also das war schon mal irgendwie ein Spruch, wo ich schon ganz klein war und ich finde, das ist immer noch sehr aktuell. Also so wie es bis jetzt weitergegangen ist, das kann ich definitiv nicht weitergehen, meiner Meinung nach. Dieser ganze Apparat, in dem wir leben, zerstört nicht nur unseres Leben, sondern die ganze Welt mit. Zerstört die Natur, zerstört die Tiere, verursacht Hunger und Zerstörung überall. Und ich glaube, das ist langsam Zeit, dass wir uns klar machen, dass wir in unserer Welt, eigenes Welt, anfangen sollten, was zu ändern. Weil, indem wir was ändern, auch wenn wir anfangen, zum Beispiel dieser Konsumwahn dagegen zu wirken, oder wenn wir anfangen, unsere Ernährung umzustellen, oder wenn wir anfangen, solidarisch mit unseren Freunden und Bekannten im weiten Kreis zu sein, wenn wir anfangen, unsere Denkweise nicht mehr vom Fernsehen oder irgendwie Billigblätter beeinflussen zu lassen, sondern mit unseren eigenen Köpfen zu denken, dass wir eine große Wirkung erzielen können und dass es immer weitere Kreise ziehen wird und dass irgendwann vielleicht doch eine Wende eintritt. Und, danke. Und mein letzter Punkt, was ich vielleicht ansprechen möchte, ist auch die, wir sollen schauen, dass wir hier in Europa nicht nur auf unseren Vorteil bedacht sind, dass eine große Welt um uns herum ist, dass viele Leute uns brauchen, also dass die Grenze Europa nicht zu sind, dass wir Zugang lassen zu allen, die unsere Hilfe brauchen, die Hunger leiden und die flüchten müssen vom Krieg und Zerstörung. Ja, das war's. Morgen, als ich hier mit der S-Bahn hergefahren bin, habe ich mir überlegt, was ich denn jetzt sagen würde, wenn ich ein Transparent schreiben müsste. Weil ich das natürlich im Vorfeld nicht gemacht habe. Und was mir so dabei eingefallen ist, das ist, also die Märkte, die wir im Moment haben, ein Großteil der Märkte, die schadet einfach der Mehrheit der Menschen. Und in meinen Augen sind das dann nicht Märkte, sondern eben Unmärkte, die dienen uns nicht. Und die missbrauchen Menschen für ganz wenige, die davon profitieren. Die missbrauchen die Menschen und die missbrauchen die Lebensgrundlagen, wie es die Vorgängerin auch gesagt hat.
hat bei uns, aber eben auch überall bei allen anderen, in allen anderen Kontinenten. Und ich finde, damit muss einfach Schluss sein, dass für den Profit auch von wenigen unsere Lebensgrundlagen zerstört werden und die Menschen zerstört werden, die überall in der Welt sind. Deshalb möchte ich einfach einen Markt oder Märkte, die uns Menschen alle achten und unser Leben unterstützen. Und ich möchte Märkte, die die Lebensgrundlagen der Menschen bedachtsam nutzen und bewahrend nutzen. Danke. Bravo.